Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Für alle, die mich heute das erste Mal sehen, ich verbinde mich mit Seelen. Das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast oder an deine Seele oder an die Seele deiner Kinder, deiner Eltern, Nachbarn, Arbeitskollegen, Chef, egal an welche Seele, dann brauche ich die Fragen dazu. Ich verbinde mich mit der Seele und stelle mich als Kanal zur Verfügung und spreche das aus, was die Seele dir mitteilen möchte. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen nicht so konzentriert, merke ich gerade, weil ich noch ein Plätzchen suche. Ich bin gerade ein bisschen am Laufen. Ja, okay, jetzt sammle ich mich wieder. Genau, also wenn ihr gern mal mitbekommen wollt, für alle, die neu sind, wie ich mich mit Seelen verbinde, habe ich unten ein Video verlinkt und da könnt ihr das Video gerne mal anschauen. Ja, und auch für alle, die neu sind, ich war 20 Jahre on off mit meinem Seelenpartner, beziehungsweise 18 Jahre, und ich hatte dann nach 18 Jahren endgültig dieses Wort ausgesprochen: Mir reicht's, ich will es so nicht mehr, entweder ganz oder gar nicht, und war dann 2 Jahre im vollkommenen Rückzug, also bei mir, und habe mich vollkommen geheilt. Und nach diesen 2 Jahren, als wirklich das letzte Zipfelchen, nenne ich es immer, bei mir ausgeräumt war, 2 Wochen später war er da. Ja, das ist dieses Jahr im Juni geschehen und wir sind seitdem ja wieder zusammen. Ja, wir waren vor 20 Jahren mal für eine Zeit lang zusammen, aber dann ging eben das On-Off los. Ja, ihr hört richtig, 18 Jahre war das bei mir. Okay, und wie gesagt, wir sind jetzt, seit ich geheilt bin, sind wir ein Paar. Ich möchte auch noch sagen, ich kann mich auch mit Süchten verbinden. Ja, das heißt, wenn du eine Sucht hast, wie Bulimie oder Alkohol oder Zigaretten, das möchte dir ja was sagen. Das ist ja ein Ausdruck von irgendwas, was dir was mitteilen möchte. Da ist irgendwas im Ungleichgewicht in dir und möchte in Heilung. Und wenn du da auch gern eine Seelenbotschaft zum Beispiel von deiner Sucht haben möchtest, dann wäre zum Beispiel, reichen wirklich 2 Fragen. Was will mir die Bulimie, also wenn es zum Beispiel um Bulimie geht, mitteilen? Was ist da der nächste Schritt, um Stück für Stück in Heilung zu gehen? Ja, ich selber hatte jahrzehntelang Bulimie, hatte geraucht wie ein Schornstein, war magersüchtig, hatte extreme Kaufsucht, Liebessucht, Anerkennungssucht, Depression war jahrzehntelang ein Thema von mir und Mobbing. Ja, und wie gesagt, ich bin komplett davon geheilt. Heute, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, ob ich eine Bank sehe. Einen Moment. Ja, das sind zwar Bänke, aber da laufen öfters mal Leute vorbei. Aber das ist jetzt egal. Ich konzentriere mich jetzt aufs Video. Ich habe euch ja mitgeteilt, dass ihr mal unten in den, unter den YouTube-Videos immer auch Kommentare hinterlassen könnt, wenn ihr Fragen an mich habt oder an Karl habt. Und danke auch nochmal für die vielen lieben Worte. Karl und ich waren ja beim letzten Video das erste Mal, ja, haben wir uns so gezeigt, und für ihn war es auch das erste Mal, und ja, also er war, es war für ihn natürlich völlig neu, ja, und für mich natürlich auf die Art auch, und herzlichen Dank für die lieben, lieben Worte, ja, und ich habe auch von eine Dame hat mir vor einigen Wochen unter den Kommentaren auch geschrieben. Ich habe es mir aufgeschrieben. Einen Moment. Genau. Wieso Karl so lange gebraucht hat, das herauszufinden. Und warum immer wieder andere Frauen in den 20 Jahren bei ihm Thema war. Also 20 Jahre, um das herauszufinden, meint sie damit, wieso er 20 Jahre gebraucht hat, bis er eben wirklich gespürt hat, ja, dass wir zusammengehören. Meine Lieben, das kann ich euch so einfach beantworten. Und dennoch ist es natürlich einfach
in Anführungsstrichen. Es hatte so lange gedauert, weil ich nicht geheilt war, weil ich so lange gebraucht habe. Er hat mir jeden Trigger hat er mir ja gezeigt. Und die ersten 8, 9 Jahre habe ich ja gar nicht gewusst, dass ich in so einem Prozess stecke. Da war es ein Rumgezerre, ein Nachrennen, immer, dass er meine Bedürfnisse erfüllen sollte, dass ich nicht verstanden habe, wieso er so ist, wie er ist, wieso ich das Gefühl hatte, dass andere Frauen interessanter sind wie ich. Das war ja, mein Gott, wie viele Jahre bin ich da drin gesteckt, in dieser Opferhaltung, in dieser Bedürftigkeit, in dieser Erwartung. Ja? Und jeder zieht ja das an, wo er gerade auch steht. Und ich habe letztendlich, Karl ist ja in meinem Leben, dass er ja alle Triggerpunkte bei mir triggern durfte und konnte. Weil, wie soll ich sagen, ich werde gerade abgelenkt, einen Moment. Ich bin gerade an den Worten finden. Genau. Er selber, ich war ja letztendlich ein bedürftiges, kleines Mädchen. Ich kann es heute nicht anders sagen. Und ich habe mir natürlich jemanden gesucht, der meine Bedürftigkeit stillt, der all das mir gibt, was ich in meiner Kindheit nicht bekam. Ja, was einfach aus welchen Gründen auch immer versäumt wurde, mir zu geben. Ja, und Karl konnte mir das natürlich nicht geben. Und außerdem kann euch das kein Mann geben. Ja? Ihr müsst anfangen, die Bedürftigkeit oder das, was ihr vom anderen wollt, das müsst ihr lernen, anfangen, euch selber zu geben. Und ich habe da ja viele, viele, viele Jahre gebraucht, um das erstmal zu erkennen oder Schritt für Schritt nachzuvollziehen, was da eigentlich abgeht. Ja? Und durch das, weil ich mich ja auch bedürftig gefühlt habe und irgendwo wie ein kleines Kind, war natürlich er hat ja in mir auch dann das Frausein nicht gespürt. Ich war ja für ihn keine Frau. Und wie soll ein Mann, sage ich jetzt mal, mit einem Kind, wie sollen da erotische Gefühle entstehen? Ja? Also die ersten Monate war die Beziehung ja wunderbar. Ja, das war die schönste Zweisamkeit, auch die Erotik. Das hatten wir ja beide noch nie erlebt. Aber in dem Moment, wo die Bedürftigkeit angefangen hat, dieses Rumgezerre, da ging das ja immer mehr weg. Ich ging immer mehr in die Opferhaltung, in dieses Gefühl, das, was du mir gegeben hast, will ich wieder haben, komme, was wolle. Dann habe ich ja rumgezerrt. Und ich war nicht mehr diese Frau, die attraktive Frau, die ich die ersten Monate eben war. Und ja, dann ist ja ganz klar, das ist aber bei jedem Mann so, dann verliert er auch das Interesse. Also bei uns war es so, dass er sich dann eben nach anderen Frauen umgeschaut hat. Da wo er, das ist so zweischneidig. Ich will versuchen, dass ich euch das anders erkläre. Da war ein Teil in ihm, der ja selber ein kleiner Junge war. Und der ja gerne die Liebe mit mir leben wollte. Ja, aber durch dieses Rumgezerre, habe ich ihn ja noch mehr unter Druck gesetzt. Und es war für ihn so dieses Stopp. Oh, da wird's eng, da kommen Gefühle ins Spiel. Gefühle tun weh. Das kennt er aus seiner Kindheit. Also hat er sich immer mehr zurückgezogen und ich bin ihm immer mehr hinterhergelaufen. Ja, das war das eine. Das andere war dann, er hat ja selber drunter gelitten. Aber auf einer anderen Ebene war er auch ein Mann, der wollte Bestätigung. Er wollte Bestätigung von anderen Frauen. Von mir hatte er sie ja. Ich bin ihm ja nachgerannt. Aber er wollte Bestätigung auch natürlich, ob er attraktiv für andere ist. Und deswegen waren ständig Frauen auch bei ihm Thema. Aber nicht nur aus dem Grund, sondern auch aus dem Grund, weil die anderen Frauen, die konnten ihm ja nichts tun. Da war keine Liebe im Spiel. Das war oberflächlich. Und es ist der Unterschied. Bei uns war Liebe im Spiel und Liebe tut weh. Also machen wir da am liebsten einen Stopp, wenn es zu nah geht.
Und bei den anderen Frauen, und da könnt ihr euch auch gewiss sein, bei eurem, wenn er jetzt in einer Ehe ist oder eine andere Frau hat, das ist nur oberflächlich. Die kann ihn nicht verletzen. Die kann ihn nicht wehtun. Das ist nur oberflächlich. Das hat Karl mir auch so gut oft erklärt. Ja, das hat nichts mit Liebe zu tun. Und eben deswegen ging es auch. Also war die Geschichte mit den Frauen, wie ich es gerade euch versucht habe zu erklären. Ich hoffe, ihr versteht es. Und dass es eben wirklich so lange gedauert hat, lag einfach daran, ihr habt es in der Hand. Ihr habt es in der Hand. Solange ihr noch in Bedürftigkeit seid und ihn wollt, seid ihr nicht bei euch in Heilung. Und er spürt es ja. Dann läuft er weg. Obwohl er ja gern bleiben möchte, obwohl er gern kommen möchte. Das hat Karl mir auch oft gesagt. Ich habe mich oft gefragt, wieso du in meinem Herzen bist und ich will dich doch, aber es geht nicht. Heute wissen wir es. Weil ich noch nicht in Heilung gegangen bin, weil ich noch bedürftig war, weil ich noch Erwartungen an ihn hatte. Und deswegen, heute weiß ich, es geht wirklich erst zusammen. Ihr könnt wirklich erst zusammenkommen, wenn ihr komplett geheilt seid. Das geht nicht anders. Und auch diese ganzen Tests, Karl ist ja auch in den 20 Jahren oft gekommen, aber er hat sofort gespürt, ja, ich habe sie ja noch so, wie ich sie will. Da hatte ich ja letztens ein Video gemacht. Das war ja unser letztes Video. Ich nehme das, was mir gut tut mit ihr und es ist ja auch schön mit ihr. Aber wenn es mir wieder zu nah wird, mache ich einen Stopp und gehe wieder und habe mein eigenes Leben. Und auch die Anerkennung von anderen Frauen. Ja, dieses Oberflächliche, das hat ihm so gereicht. Und spürt mal gerade nach. Ihr spürt ja selber. Wenn ich euch jetzt frage, macht es euch was aus, dass er vielleicht in einer anderen Beziehung ist? Ja? Okay. Dann habt ihr noch Zipfelchen. Da biete ich euch die Blockadenlösung an. Schaut unter meinen YouTube-Videos. Die 4-Schritte-Anleitung. Oder die Seelenbotschaften. Ihr könnt auch wunderbar seine Seele befragen. Oder eure Seele. Seine Seele sind super Fragen. Was denkst du und was fühlst du? Und was ist dein nächster Schritt? Oder was brauchst du von mir? Das ist auch eine gute Frage, ihn zu fragen. Was brauchst du von mir? Und lasst euch mal überraschen, was seine Seele sagt. Und diese Antworten von seiner Seele, ich höre das von allen meinen Kunden. Die sind so dankbar. Und sie sagen entweder Sabine, Michelle, das habe ich auch gespürt. Oder sie sagen danke. Und jetzt kann ich endlich noch weitergehen. Wisst ihr, natürlich soll das Ziel sein, dass ihr euch heilt. Das muss euer Ziel sein. Es muss euch egal sein, ob er kommt oder nicht. Dennoch, das ist ja alles so einfach gesagt. Und ich war ja auch in dem Prozess drin. Ich kann mich ja eben mit Seelen verbinden und ich habe mich ja auch oft mit seiner Seele verbunden. Und für mich war es immer trotz allem wichtig, immer noch zu spüren, was denkt er, wo steht er gerade, was ist, wenn er eine andere Frau hat, was fühlt er bei ihr. In der Phase war mir das wichtig, weil mir das wiederum Kraft gegeben hat, noch weiter an meinen Triggerpunkten zu arbeiten, noch weiter an mir zu arbeiten. Und ihr merkt von ganz alleine, wo ihr spürt, so und jetzt reicht's. Jetzt bin ich wirklich bei mir. Und dann seid ihr ja auch geheilt. Wenn ihr hundertprozentig bei euch seid, seid ihr ja geheilt. Und dann kann er auch erst kommen. Aber unabhängig, ob er kommt oder nicht, das sage ich ja auch immer wieder. Es geht um euch. Ihr seid geheilt. Ihr wisst, wer ihr seid. Ihr wisst, was ihr wollt. Ihr wisst, was ihr nicht mehr wollt. Ihr seid in eurem Vertrauen, in eurer Selbstliebe, ihr achtet euch, ihr schätzt euch und ihr wisst, was ihr in eurem Leben wollt und nicht mehr wollt. Und das ist das Ziel, wenn ihr von außen nichts mehr braucht.
Wow. Und ich sage immer wieder, mach die Tests. Gerade mal jetzt. Stell dir vor, du weißt, er hat eine andere. Macht dir das was aus? Würde dir das was ausmachen? Und wenn ja, dann hast du ihn noch nicht komplett losgelassen. Spür nach. Und wenn es nur ein ganz kleines Zipfelchen ist, aber dieses kleine Zipfelchen, das blockiert euch noch. Und es ist so unglaublich, was als in den Blockadenlösungen rauskommt. Wunderbar. Wie oft sich auch dann die Seelenpartner auch zeigen in vielen Blockadenlösungen, was dann nochmal wirklich geheilt werden kann. Okay? Spürt einfach nach. Ihr wisst selber, wo ihr spürt. Und wenn ihr sagt, also ich spüre schon, dass ich gut geheilt bin, aber ich spüre wirklich, da ist noch ein Zipfelchen. Dann bitte, heilt euch. Ihr könnt dadurch einen Quantensprung nach vorne machen. Für euch. Für euch. Okay? Also meine Lieben, ja, um es nochmal kurz zusammenzufassen. Er braucht so lange, wie du auch brauchst. Wenn du schneller fährt, wie soll ich sagen? Ja, meiner hat eben die lange Zeit gebraucht, weil ich eben so lange gebraucht habe mit meiner Heilung. Weil ich es ja lange nicht wusste. Und Irrwege gegangen bin ohne Ende. Irrwege. Schmerzvolle Irrwege und Umwege. Und die müsst ihr nicht mehr tun. Ich bin sie für euch gegangen, um euch die Abkürzung zu geben und zu zeigen. Mit all dem, was ich euch liebevoll an Unterstützung anbiete, was ihr unten unter meinen YouTube-Videos findet. Okay? Investiert in euch. Glaubt mir, ihr bekommt es tausendfach zurück. Die Fülle im Innen und im Außen. Okay? Und es ist nie zu spät. Bleibt einfach dran. Vertraut euch. Es ist euer Leben. Bleibt dran. Okay? Ich liebe euch, ihr Lieben. Und der Karl und ich, wir wollen auch das nächste Mal, also wir gucken, also naja, ich sage jetzt nicht das nächste Mal, lasst euch überraschen. Also die nächsten Videos, das nächste Video oder übernächste Video oder in den nächsten Wochen wird Karl und ich wieder eins gemeinsam machen. Und dann will er euch berichten, wie es ihm ergangen ist, wie er an mir, als er mich nach 2 Jahren das erste Mal wieder gesehen hat, nachdem, dass es mir reicht. Und als er mich nach 2 Jahren wieder das erste Mal gesehen hat, wird er euch berichten, ja, wie es ihm damit ergangen ist, was er gedacht hat, was er gefühlt hat und was seine Schritte waren. Okay? Und glaubt mir, er spürt es, auch euer Schatz, ich sag einfach Schatz, ja, er spürt es, ob ihr wirklich geheilt seid. Er spürt's. Energetisch spürt das. Okay? Also, ihr Lieben, ich hab euch lieb. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen hoch, dass ihr mir Kommentare natürlich schreibt, dass ihr mich weiterteilt, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, oh, der Person geht's auch so, das Video ist wertvoll. Und schaut auch mal unter meinen YouTube-Videos, da habe ich 2 liebe Kundinnen. Eine davon hat den Dualseelenwegprozess, den Seelenwegprozess in 5 Monaten geschafft. Ab dem Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, und mir reicht's, jetzt geht's um mich, dann wurde sie zu mir geführt. Und ich durfte sie liebevoll unterstützen und begleiten. Und sie hat alles angenommen. Also sie ist wirklich das komplette Programm durch. Und sie ist geheilt. Hört, was sie euch erzählt. Ja? Und wiederum eine andere Kundin. Die hat auch Blockadenlösungen und Seelenbotschaften gebucht und sie ist so viel, bei ihr hat sich so viel Neues aufgetan, sie hat so viel erkannt und so viel Neues für sich entdeckt und voller Selbstvertrauen. Wow, auch das ist ein sehr wertvolles Video, schaut euch auch das an. Okay? Und ja, eben auch wie ich mich live mit Seelen verbinde, habe ich auch eins unten verlinkt. Okay, meine Lieben? So, aber jetzt. Okay? Ich hab euch lieb.
Fühlt euch umarmt und bis bald. Eure Sabine Michel. Tschüss. Und abonniert mich. Tschüss.